anders sein. Ich suche das Amulett der Zauberei. Tja, ich fürchte, da bist du umsonst gekommen. Ein solches Amulett besitze ich nicht. Wirklich nicht? Schau doch noch einmal genau nach. Es ist sehr alt. Ah, richtig. Eins von den alten Amuletten. Ja, das besitze ich. Sag mir, warum willst du es haben? Ich will meine magischen Fähigkeiten steigern. Mit dem Amulett habe ich mehr Mana und kann besser Zaubersprüche sprechen. Gut. Ich mache dir einen Preis. Sehr gut. Wir haben es geschafft, das für 500 zu kaufen. Das heißt, wir haben keinen Verlust gemacht. Das war ja das, was uns der eine Kerl da gegeben hat, der Hamid. Sag mal, willst du mich verarschen? Na toll. Oh. Das könnten wir doch mal anlegen, hier die Ringe, oder? Das bedeutet nichts Gutes. Und da bist du dir ganz sicher. Adanos-Ring und Stärke-Ring. Ich glaube, wir nehmen eher lieber den Adanos-Ring. Ach komm schon. Adanos-Ring. Adanos-Ring und Ring der Magie. Und da bist du dir ganz sicher. Schutz vor Energie. Amulett des Feuerschutzes. Max Mana finde ich sehr viel besser. Gut, dann können wir ja dieses eine Amulett. Ich dachte, das wäre was ganz Besonderes, aber wenn das nur so eins ist. Oder, Moment, oder ist es was anderes? Amulettrüstung. Magische Sachen. Nö. Tempelschlüssel, 2 Stück, blau und rot, cool. Eine goldene Halskette, bla 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 bla. Der Rest ist total unwichtig. Also dieses Amulett der Magie ist das, was wir schon haben. Man kann eh nur eins anlegen, also können wir das getrost dem Hamid überlassen. Also es geht ja doch voran hier. Muss man schon sagen. Wo haben wir ihn denn? Der stand da hinten rum. Der alte Säufer. Ich will ihm nichts unterstellen, aber es säuft doch jeder irgendwie, oder? Zumindest in der Wüste. Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Aha. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Ja, die Arme. Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold und ich werde mich bei Gonzales für dich einsetzen. Sehr gut, das machen wir, ne? Ich werde darüber nachdenken. Du schlägst mein Geschäft aus? Dann gehe jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Ich hole dir deine Jasmin aus Murats Oase. Du hast es dir doch überlegt. Ich danke dir 1000 Mal. Lass dich aber bitte nicht übers Ohr hauen. Hörst du? Ja, ja, gib schon her. Wo ist Murats Oase? Unweit dieser Mauern im Westen der Stadt. Sohn der Orientierungslosigkeit. Alles klar. Machen wir, schaffen wir. Da. Da bestimmt. Hoffe ich mal. Gut, also, auch nett. Wir tauschen eine Frau gegen ein Amulett. Ich dachte immer, man müsste den Frauen die Amulette geben. Naja. So kann man sich irren. Ups. Wo waren wir noch? Wir haben 18 Waffenbündel, fällt mir gerade mal auf. Das haben wir gemacht. Wir haben da noch irgendwas gemacht. Ach je. Ilya, haben wir das gekauft? Schuldschein. Wir müssen andere Schuldscheine einlösen. Belia. Ich weiß noch nicht. Nee, bei dem will ich nichts kaufen. Es liegt alles in Belias Hand. Ja, das kann sein. Ich habe völlig verplant, was ich jetzt machen will. Ilya. Zeig mir deine Ware. Karte der Welt, haben wir doch. Magierstab. Magischer Schutz, Geschossabwehr. Bla 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 bla.
Die Mondklinge könnten wir noch theoretisch abgeben. Muss man aber ja nicht. Wir müssen noch Schuldscheine einlösen. Und schmieden lernen. Genau, hier. Ah, sieh an. Der neue Champion von Morasul. Hey, du. Suchst du auch nach den Tempelschlüsseln? Wie bitte? In dieser verfluchten Stadt gibt es doch nur noch ein Thema. Die Artefaktschlüssel zum Tempel von Morasul. Ach was. Der Typ in meiner Kneipe stellt viele Fragen über den Tempel. Ich glaube, er weiß etwas. Vielleicht redest du mal mit ihm. Was willst du trinken? Oder bist du schon pleite? Wie meinst du das? Morasul ist ein teures Pflaster. Wenn du hier kein Gold hast, bist du schnell aufgeschmissen. Moment. Wir haben noch 3700, dann können wir das noch bezahlen. Gib mir den Schuldschein von Marsil. Na gut, wie du willst. Hoffentlich weißt du, was du tust. Lass dich nicht von Marsil reinlegen. Hier hast du den Schuldschein. Haben wir, glaube ich, leider schon. Wie kann ich hier Gold machen? Du kannst natürlich versuchen, mit den Händlern ein paar Geschäfte zu machen. Sonst noch was? Naja, und wenn du wirklich ganz dringend Gold brauchst, kann ich dir was vorstrecken. Tatsächlich? Wie viel? Naja, für dich sagen wir 1000. Da gibst du mir aber noch 400 mehr zurück. Nee, machen wir ganz sicher nicht. Du siehst nicht aus wie ein Assassine. Das liegt wohl daran, dass ich aus Myrtana komme. Wir leihen uns doch kein Geld. Hallo, wir sind doch keine armen Schlucker. Für was hältst du uns? Hocker, Hocker. Ach, guck mal an. Ein Ork-Söldner. Interesse an einem kleinen Geschäft? Na klar, Kirk, was hast du denn? Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Morasul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Ja, hier. Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Schlachten wir die dann ab? Cool. Was macht ein Söldner in Morasul? Geschäfte, was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, oder etwa nicht? Okay. Das machen wir direkt mal, dann kriegen wir auch den Schlüssel. Würde ich mal behaupten, jetzt einfach so. Führe mich zu den Wüstenräubern. Alles klar. Folge mir. Ja, dann steh auf. Gut. Ich hoffe, wir können die verprügeln. Da müssen die nicht noch kaufen oder so. Vielleicht sind das ja auch sogar diese Wachen oder was. Das wäre natürlich sehr praktisch. Naja, sehen wir dann. Ach, und ich stehe immer noch vor der Entscheidung, für wen entscheide ich mich. Schalten wir die Nomaden aus? Schalten wir die Assassinen aus? Schalten wir die Orks aus? Schalten wir... Was hatten wir noch? Rebellen aus? Ah, je, das ist eine schwierige, schwierige Entscheidung, aber... Glücklicherweise ist ja noch etwas Zeit bis zu dieser Entscheidung. Wir haben ja noch nicht mal Xardas gefunden, was unser allererster Auftrag war. Naja, wir kommen ja schon ganz schön rum in der Welt. So, das sieht schon sehr danach aus, als würde das schon passen. Weil wir erinnern uns, die Quests sind ja meistens nicht so weit vom Auftraggeber entfernt, wenn man da nicht so weit laufen muss. So, mein Freund, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe, du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinger sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Morasul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir herausprügeln. Ich werde es dir zeigen. Du elender Idiot. Den Trick habe ich selber schon benutzt und habe dann den Kerl getötet, mein Freund.
Das bist du also. Ein scheiß Wüstenräuber, ja? Dann stirb. Zack. Da haben wir den Tempelschlüssel. Das ist der 5. Okay. Assassinenschwert. Da haben wir nicht noch einen Wüstenräuber gehabt. Der scheint noch zu leben oder irgendwo lang zu laufen. Naja, nutzen wir die Zeit und fressen uns ein Stück. Die zwei Wüstenräuber. Also, die haben wir ja schon getroffen. Na du. Krieg ich dich doch noch. Ja, kriegst du mich doch noch. Und Waffe weggehauen und einmal... drauf. Und auch du wirst sterben, du nutzt mir nämlich nichts mehr. So. So ein elender Trottel. Gut, dann mit dieser freudigen Botschaft und diesem freudigen Ereignis beende ich die Aufnahme an dieser Stelle. Ich speichere noch eben mit euch zusammen. Ja, hier. Oh ja, ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So. Dann speichern wir und beenden die Aufnahme an dieser Stelle. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Wüste wieder. Bis dahin. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3 hier in Warrant. Wir haben erst eben hier die beiden Banditen und auch den dritten da drüben getötet. Sie wollten nämlich an die Schlüssel ran. Wir erinnern uns, es geht um die Schlüssel zum Tempel von Morasul. Und auch wir sind schon fleißig dabei, diese zu sammeln. Und das wäre schön, wenn wir das heute fertig machen könnten. Wir haben bereits den blauen, den roten und den grünen Tempelschlüssel. Im Questlog müsste auch drinstehen, welche wir schon haben und welche fehlen. Moment, wir wählen einfach mal Morasul aus und öffne den Tempel. Genau, das ist das. 8 Ausdauertränke, genau, ich will auch nochmal zurück zum alten Tempel hier unten. Kalesh will die Tempelschlüssel. Da, den 3., den 5. und den 2. haben wir, so, das wollte ich nur nachgeguckt haben. Genau, wir wollen am besten direkt nach unten. Also erstmal hier in die Richtung noch zu dem Tempel hin. Oh ja, wieder mit Frame abstürzen hier. Aber ich würde gerne zu diesem Tempel hin. Oh. Stimmt die Richtung? Die Richtung stimmt. Gut, dann werden wir vor uns ja noch mit dunklen Snappern anlegen. Denn, wäre nett, wenn wir das heute so größtenteils irgendwie abschließen können. Tin. Hier zumindest, was Morasul und so angeht. Na komm her, ich bin Zweitschwertkämpfer, du hast keine Chance. Und auch du nicht. Okay. So, haben wir 2 weggedingenst. Vielleicht merkt man es auch hier, wer andere Let's Plays von mir verfolgt, wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Nein, wird es vielleicht auch nicht. Was auch immer. Es ist so, dass ich jetzt mit mehr Frames aufnehme. Ich hatte irgendwie aus irgendwelchen dummen Gründen mit weniger Frames aufgenommen als möglich. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Und das habe ich jetzt wieder geändert. Also vielleicht läuft jetzt was besser. Ich weiß es nicht so genau. Werdet ihr ja sehen können. Für mich spielt es sich auf jeden Fall schon mal besser. Das ist schon mal ein Faktum. Und zum Beispiel das Zielen etc. fällt mir nicht so schwer mehr. Dadurch, dass das Ganze viel flüssiger läuft. Wenn man keine Frame-Limiter drin hat, macht das ja auch irgendwie Sinn. Na komm her. So, dann haben wir den auch. Sammeln wir wieder ein bisschen Zeug. Denn auch diese Aufnahme ist eine Vorab-Aufnahme. Ich werde jetzt 2 Wochen lang... Also im Moment, diese Information ist natürlich nur für die Leute wichtig, die das Let's Play live gucken. Also mal eben gucken, wann das Video veröffentlicht wurde. Also die das Video in einem recht kurzen Zeitraum nach Veröffentlichung gucken. Ansonsten ist das völlig egal. Ich bin jetzt 2 Wochen erstmal nicht verfügbar. Zumindest habe ich keine Chance zu rendern oder ähnliches. Ich werde erreichbar sein wahrscheinlich. Das heißt, Nachrichten auf den verschiedensten Wegen werden mich wahrscheinlich schon erreichen. Nur ich habe keine Chance aufzunehmen oder zu rendern oder hochzuladen oder irgendwas in dieser Richtung.
Und deshalb ist das so eine Vorproduktion hier gerade. Werde ich aber mal schauen, wie viel ich tatsächlich auf die Reihe kriege.